In der heutigen Vorlesung setzen wir die Grundlagen des maschinellen Lernens fort, den Teil der Vorlesung. Sie haben, nachdem Sie jetzt eine Einführung bekommen haben, einen ersten Lernalgorithmus gesehen haben oder drei erste Lernalgorithmen, die verschiedenen Lernparadigmen zugrunde liegen, jetzt noch die Gelegenheit, ein weiteres Lernparadigma genauer kennenzulernen, das Sie in der Einführung schon ansatzweise gesehen haben, nämlich das dem LMS-Algorithmus zugrunde liegende Lernparadigma des Gradientenabstiegs. Dem liegt das statistische Verfahren der Regression zugrunde. Und in der Regression geht es darum, eine kontinuierliche Funktion auf eine Menge von Datenpunkten anzunähern, sodass diese Datenpunkte möglichst gut abgebildet werden von dieser Funktion. Das hat erstmal nicht viel mit Klassifikation zu tun, deswegen werden wir in dieser Einheit uns anschauen, wie man mit Hilfe der Regression eine Klassifikation erreichen kann. Das heißt, eine Diskretisierung, um sich entscheiden zu können, zu welcher Klasse denn ein Objekt gehört. Fangen wir an mit einer Multimenge p-dimensionaler Feature-Vektoren und Sie sehen hier nochmal als Beispiel aus den einleitenden Folien die Vergabe von Krediten in einer Bank und dass die Bank für eine Reihe von vergangenen KundInnen eine ganze Reihe von Daten erhoben hat, die dabei helfen sollen, diese Entscheidungen zu treffen. Das heißt, ob ein Kunde oder eine Kundin einen Kredit bekommen soll oder nicht. In einer Regressionskonfiguration, wenn man daraus ein Regressionsproblem machen würde, würde man fragen, was ist denn die Kreditlinie einer Kundin? Das heißt, wie viel Geld sollte die Kundin maximal bekommen können? Eine Regressionsfunktion, die wir lernen sollen, hat als Wertebereich die reellen Zahlen und das Ziel ist es, dass uns die Funktion, wenn wir dann eine Reihe von Features eingeben, numerischen Features, hier wie oben quantifiziert, einen Wert y ausgibt, der die Kreditlinie wiedergibt. Und wir kennen für eine ganze Reihe von unseren Kunden, nämlich für alle von denen, die oben gelistet sind in unserem Feature-Vektoren, kennen wir schon die Kreditlinie, das heißt diesen Wert, der berechnet wurde. ExpertInnen haben das gemacht in der Bank. Und die sind dann als Daten D gegeben hier. Ja, klicken hilft nicht. Auch das ist eine Multimenge. Den Begriff Multimenge, den haben Sie schon ein paar Mal gehört. Darauf kommen wir später noch zu sprechen, das werden wir noch genauer ausführen. Vergleichen wir nun die Regression mit der Klassifikation. Hier haben wir einfach nur zwei Klassen gegeben. Kein Wertebereich von möglichen Werten, sondern einfach nur hier in diesem Fall auf zwei Klassen reduziert, ja oder nein, um auf das Beispiel angewendet zu werden, einfach nur bekommt den Kredit oder bekommt den Kredit nicht. Hier kodiert als minus 1 oder 1, Sie können auch 0 oder 1 wählen oder diese Symbole mit dem Plus oder Minus, ja, nein, da kann man sich alle möglichen Dinge vorstellen, wie man zwei Klassen voneinander unterscheiden möchte. Es bietet sich an, Zahlen zu wählen, in diesem Fall. Wir haben auch hier eine Ground Truth gegeben und nicht die Kreditlinie, sondern die Klasse sagt so etwas wie Kreditwürdigkeit aus, also ja oder nein. Und für alle Beispiele, die wir gegeben haben von unseren vorherigen KundInnen, kennen wir diesen Wert. Und die sind alle zusammengenommen in der Datenmenge D, wiederum ein Multiset von Beispielen. Oben ist die Datenmenge D einfach das kartesische Produkt aus unseren Feature-Vektoren und den reellen Zahlen. Unten ist die Datenmenge das kartesische Produkt aus der Feature-Menge und der Menge der Feature-Vektoren so und dem der Menge der Klassen. Wenn wir uns jetzt ein
einfaches Regressionsmodell, das lineare Regressionsmodell, vergegenwärtigen. Dann starten wir üblicherweise mit einer reellwertigen Funktion, nämlich diejenige Funktion, die nämlich einfach eine Linearkombination der Features, die wir in unseren Feature-Vektoren haben. Das sind jetzt genau die hier. Und das Ganze dann noch mit einem Y-Achsenabschnitt vervollständigt, soll uns dann die Kreditlinie ausgeben. Das heißt, das ist die Kreditlinie hier und das sind die Features unserer Kundinnen, das sind die Gewichte, wie wir es auch vorher schon mal gesehen haben. Wir können diese Funktion hier, diese einfache lineare Funktion in p-Dimensionen, können wir auch anders aufschreiben in einer Vektornotation, wenn wir einfach den Feature-Vektor als Ganzes betrachten, als Spaltenvektor und hier den Gewichtsvektor auch als Spaltenvektor, dann ist das Transponierte des Gewichtsvektors multipliziert mit dem Vektor der Feature-Repräsentation eines Objektes einfach die Ausgabe, die hier aus derselben Funktion rauskommt. Also es ist im Prinzip exakt dasselbe, nur eine abkürzende Schreibweise. Das Einzige, was wir noch hinzufügen müssen, um diese Schreibweise tatsächlich zu erlauben, ist hier sozusagen einen Feature-Wert mit aufnehmen, nämlich x0 gleich 1. Wir müssen den Feature-Vektor, der hier nur vorliegt als die tatsächlich erhobenen Daten, müssen wir erweitern um einen Wert, damit dem w0 noch ein Wert gegenübersteht. Es handelt sich um einen erweiterten Feature-Vektor. Wie können wir nun herausfinden, welche Parameterbelegung denn am besten geeignet ist, die Vorhersage zu machen? Das heißt, welche Parameterlegung gegeben diese Beispiele hier denn am besten geeignet ist, damit aus der linearen Funktion der Wert herauskommt, den wir für die Kreditlinie haben möchten? Dafür benötigen wir eine Optimierungsfunktion. Diese Optimierungsfunktion ist frei wählbar. Eine der am häufigsten verwendeten ist die Residuen-Quadratsumme. Und es handelt sich dabei schlicht um die Abweichung des vorhergesagten Wertes hier vom tatsächlichen Wert, quadriert und summiert über alle Beispiele. Wenn wir also den bestmöglichen Parametervektor für diese Funktion, für unsere Modellfunktion finden wollen, dann müssen wir nichts anderes tun jetzt, als hier den Parametervektor zu identifizieren, der diese Summe hier, die Residuenquadratsumme, minimiert. Also nochmal zurück. Wir haben eine Modellfunktion, eine lineare Modellfunktion. Diese hat Parameter, damit wir mit diesen statischen Features, die jeder Kunde von uns hat, 51.000 Euro Einkommen, 1.000 Euro monatliches Repayment und so weiter, damit sie mit diesen statischen numerischen Features etwas anfangen kann, damit der Wert der Vorhersage unterschiedlich sein kann, müssen diese Gewichte eingefügt werden. Und die fassen wir einfach zusammen in einem Gewichtsvektor. Um herauszufinden, welche Belegung der Gewichtsvektoren, das ja auch irgendwelche reellen Zahlen sein können, denn wohl am besten die Vorhersage macht, brauchen wir irgendeine Funktion, die uns dabei hilft, diese Entscheidung zu treffen oder eine Optimierung vorzunehmen. Und das ist jetzt hier die Residuenquadratsumme. Und wenn wir diese Funktion minimieren bezüglich der Parameter w, dann erhalten wir einen optimalen Gewichtsvektor, den man in die Funktion einsetzen kann. Damit haben wir aus der Klasse der Modellfunktionen, die wir hier oben haben, eine konkrete Modellfunktion gemacht. Spezifisch für die vorliegenden Beispiele. Ja, Frage? Ja. Ich zeige es Ihnen gleich, wie man das manuell machen würde.
für kleine Beispiele. Aber nein, Sie brauchen ein Verfahren, einen Algorithmus, der Ihnen dabei hilft. Auch das sehen Sie gleich noch. Hier sind nochmal eine ganze Menge von Details aufgeschrieben. Sie haben das schon ein paar Mal gesehen jetzt. Ich werde da nicht alles von raus, denn einiges davon habe ich auch schon gesagt. Einiges davon ist auch Hintergrund zu späteren Begrifflichkeiten, die in der Vorlesung kommen. Das tut jetzt hier nichts zur Sache. Sie haben vielleicht schon mal in dem Zusammenhang von der sogenannten Loss Computation gehört, der Loss-Funktion, die bei neuronalen Netzen jetzt immer in aller Munde ist. Die Residuen-Quadratsumme ist nicht dasselbe wie die Loss-Funktion. Die Loss-Funktion ist eher eine Interpretation der Abweichung, eine Interpretation des Fehlers, den wir machen. Das ist hier unten nochmal klar aufgeschrieben. Aber das nur am Rande. Darauf kommen wir ganz am Ende nochmal. Man kann das Ganze auch vollkommen probabilistisch modellieren. Jetzt im Augenblick ist das nicht probabilistisch getan mit Zufallsvariablen, aber das gehe ich jetzt auch nicht tiefer drauf ein. Ich möchte das lieber nochmal illustrieren. Und wir fangen an mit dem einfachstmöglichen Beispiel. Anstatt jetzt, wie hier oben zu sehen, eine ganze Reihe verschiedener Features aufgezeichnet zu haben, nehmen wir einfach Nummer 1, zum Beispiel das Alter. Also hier auf der x-Achse steht jetzt das Alter der Kundin. Und auf der y-Achse soll unser vorhergesagter Wert sein, nämlich zum Beispiel die Kreditlinie. Und die Punkte, die wir gesammelt haben, verteilen sich so in dem Raum. Die Skalierung spielt jetzt hier erstmal keine große Rolle. Mit zunehmendem Alter steigt die Kreditlinie, mehr oder weniger, bei manchen mehr, bei manchen weniger. Wenn wir nun einfach so eine Funktion einzeichnen sollten, eine lineare Funktion, die am besten zu diesen Punkten passt, dann sähe sie wahrscheinlich ungefähr so aus. Das hätten Sie wahrscheinlich intuitiv genauso gemacht. Und was Sie dann im Kopf gemacht haben, ist, Sie haben genau die Abstände zu den Punkten auf der y-Achse möglichst klein gehalten. Und zwar die Summe der Abstände hier. Und das ist exakt das, mit der einen Ausnahme, dass hier die Abweichung quadriert wird, was die Residuen-Quadratsumme tut. Sie berechnet einfach die Summe dieser Abstände, aber zum Quadrat. Also jedes Abstand zum Quadrat. Warum das Quadrat? Nun, man könnte auch jeder anderen Exponenten nehmen. Sie könnten auch einfach den Betrag nehmen. Sie könnten einen Exponenten größer als 2 wählen. Das ist unabhängig. Wenn Sie den Betrag einfach nur nehmen, das heißt die einfache Abweichung, dann haben Sie aber keine eindeutige Lösung. Was das bedeutet, sehen wir gleich. Das heißt, es gibt kein eindeutiges Minimum, so wie wir es eben bestimmt haben. Und wenn Sie einen Exponenten größer als 2 wählen, haben Sie ein eindeutiges Minimum, aber mit dieser Funktion, diese Funktion hier tut es auch. Die ist einfach leichter, einfacher. Wir suchen nach den einfachstmöglichen Funktionen. Das hat Gauss schon im 18. Jahrhundert gezeigt, dass die Residuen-Quadratsumme besonders geeignet ist, um diese Art von Regression durchzuführen. Wenn wir uns die Funktion nochmal genauer anschauen, hier einmal die Modellfunktion, sehen wir hier die beiden Gewichte. Das W0 ist der y-Achsenabschnitt der linearen Funktion, das W1 ist die Steigung und das Residuum, und wie man das Ganze hier einsetzt, steht dann hier noch einmal ausführlich. Das ist der vorhergesagte Wert, das ist der Zielwert, also das heißt die Ground Truth, und das hier ist der vorhergesagte Wert. Und das hier bezeichnet man als Residuum, als Abweichung davon. Wie finden wir jetzt die bestmögliche Belegung für diese beiden Parameter hier, W0 und W1? Das kann man, wie Sie es eben auch schon vorgeschlagen haben, einfach manuell ausrechnen, wie man es in der Schule teilweise gelernt hat, indem wir erstmal die Ableitung bilden, die erste Ableitung der Funktion, und die gleich 0 setzen, um festzustellen, wo sie denn Extremwerte hat. Das geschieht hier einmal angedeutet. Wir müssen die partielle Ableitung für jedes Gewicht nehmen. Erstmal
d nach dw0 und das Ganze gleich 0 setzen und erhalten dann, wenn wir nach w0 auflösen, diese Formel hier und vereinfacht sind das einfach die Durchschnitte aller Zielwerte, der y-Werte, also das heißt aller Kreditlinienwerte und die Durchschnitte der Durchschnitt des Features. Und das Ganze hier noch multipliziert mit W1. Hier ist das Ganze noch ausführlich geschrieben, aber das ist es im Endeffekt kurz. Wenn wir die Ableitung nach W1 zusätzlich machen, sehen wir, dass W1 zwar etwas komplizierter aussieht, aber im Endeffekt auch nur die Feature-Werte und Durchschnitte davon berechnet. Insbesondere ist W1 aber nicht abhängig von W0. Das heißt, wir können W1, gegeben unsere Daten, direkt ausrechnen. Das optimale W1. Und das ist jetzt hier angedeutet mit dieser speziellen Schreibweise, mit dem Dach hier oben drauf, dass dies die eindeutige Lösung für dieses Optimierungsproblem ist. Insbesondere hier noch dieses Symbol soll andeuten, dass dies im Prinzip dasselbe ist. Das heißt, das W1, das wir ausrechnen, ist äquivalent mit dem optimalen W1. Einfach nur, weil es nur von den statischen Daten abhängt. Während das W0 hier von W1 abhängt, mit W1 variiert. Lassen Sie sich davon jetzt nicht verwirren. Ich sage es von vornherein, das ist einfach nur zwei verschiedene Schreibweisen für das Gleichheitszeichen. Es bedeutet aber letztendlich beides dasselbe, gleich. In der Informatik gibt es einen ähnlichen Unterschied zwischen Zuweisung einer Variable und Referenz auf eine andere Variable. Hier ist es eine Referenz auf eine andere Variable und hier ist es eine Zuweisung. Frage? Da ist y mit dem Strich, welchen Durchschnitt? Y-quer heißt es, glaube ich, im Deutschen, ist der Durchschnitt aller vorhergesagten, Entschuldigung, da gehe ich nochmal ganz zurück, aller dieser vorhergesagten Ground-Truth-Werte, also aller Kreditlinien für unsere Endkunden. Und x, jetzt zum Beispiel das Durchschnittsalter, in dem Beispiel, das ich gewählt habe. Noch eine Frage. Nochmal bitte. Also diese W-Bar ist ja diese optimale Feature. Und können wir das mit irgendwas an der Werte vergleichen? Oder wie können wir wissen, dass schon ein optimales Wert? Also das bis jetzt haben wir nur herausgefunden, dass sich diese Funktion hier ein Extremum hat. Wir haben noch nicht herausgefunden, ob es der optimale Wert ist. Wir suchen ja nach dem Minimum. Um das zu tun, auch das Schulmathematik größtenteils, müssen wir die zweite Ableitung bilden. Das können wir uns im eindimensionalen Fall aber sparen, weil das noch visualisierbar ist. Ich zeige Ihnen jetzt hier mal den Plot der Funktion bezüglich der beiden Parameter W0 und W1 und dem Wert der Residuum-Quadratsumme bezüglich dieser Parameter. Wie Sie sehen, handelt es sich hier um eine konvexe Funktion, die ein eindeutiges Minimum hat. Und man kann es jetzt mathematisch nachweisen, dass der Wert, den wir hier mit W1 und W0 bezüglich der Daten, die wir haben, ausgerechnet haben, genau diesem Minimum entspricht. Das heißt, wenn man das manuell machen wollte, in diesem einfachen Beispiel, ginge das relativ direkt. Daher auch direkte Methode. Genau, und unser Ziel ist es, immer diese Funktion zu minimieren. Und unser Ziel ist es außerdem, eine Situation zu erschaffen, in der wir im Idealfall ein solches eindeutiges Minimum erzeugen können. Die Residuenquadratsumme als Fehlerfunktion eignet sich durchaus sehr gut dafür, aber wir werden noch sehen, dass ein gewisses Maß an Komplexität dann noch mit dazukommt, sobald wir uns mit größeren und komplexeren Beispielen auseinandersetzen. Das kommt aber erst später. Bis jetzt ist alles noch wohlgeformt in dieser Hinsicht. Wir können uns natürlich auch mit höherdimensionalen Räumen auseinandersetzen. Wir müssen nicht nur in einer Dimension agieren. Schauen wir uns doch mal den allgemeineren Fall an, eines hochdimensionalen Raums. Hier
ist die Formel der residuellen Quadratsumme noch einmal, die Multiplikation aus dem Gewichtsvektor transponiert mit dem Vektor des Beispiels i, die Abweichung dieses vorhergesagten y-Werts, also das heißt, hier wird einfach y eingesetzt, die Modellfunktion, die wir berechnet haben für eine bestimmte Belegung von w, die Abweichung von dem Zielwert, der Ground Truth, wird berechnet und das Ganze dann quadriert und summiert über alle Beispiele. Und damit wir mit einem höherdimensionalen Raum auch mathematisch und von der Terminologie hier noch leicht umgehen können und nicht endlos lange Formeln schreiben müssen, wählen wir die Matrixnotation. Das heißt, wir packen jetzt alle unsere Beispiele, alle unsere Kunden in der Datenbank, in den Feature-Vektoren, in eine Matrix, die wir einfach X nennen. Es ist eine N-Zeilen- und P+1-Spalten-Matrix. In jeder Zeile steht eine Kundin und in jeder Spalte steht eine Kundin und, na, jetzt lassen Sie mich nicht. Nein, N-Zeilen, P+1-Features. Nein, in jeder Zeile steht eine Kundin und in jeder Spalte nein, ist genau umgekehrt. Es tut mir leid. Jetzt habe ich Sie verwirrt. Lernen Sie es noch mal besser als ich jetzt. Also, in jeder Spalte steht eine Kundin und in jeder Zeile steht ein Feature. So, gut. Es handelt sich bei jeder Zeile um den, bei jeder Spalte um den Extended Feature Vector. So. Haben wir es alle verstanden? Tut mir leid. Wir machen dasselbe mit den Zielwerten. Wir packen sie einfach in einen Vektor oder eine 1 mal P+1-Matrix und erhalten dann hier den Vektor der Ground-Truth bezüglich unserer Datenmenge. Wenn wir das Ganze dann in die Residuum-Quadratsumme einsetzen, oder die Residuum-Quadratsumme entsprechend dieser Nomenklatur neu definieren, erhalten wir diese Form. Es ist immer noch dasselbe wie vorher, nur halt in Matrixnotation. Der y-Vektor mit dem Ground-Truth minus dem Beispiel, der Beispielmatrix multipliziert mit dem Gewichtsvektor. Sie sehen hier, das dreht sich um im Vergleich zu hier. Hier ist es so, dass wir einen Zeilenvektor durch die Transposition mit einem Spaltenvektor multiplizieren, das Skalarprodukt ausrechnen. Hier in der Matrixnotation läuft es im Prinzip genauso, aber wir müssen das hier umdrehen, um die Art und Weise, wie diese Matrix konstruiert ist, zu berücksichtigen, damit wir denselben Wert ausrechnen. Das Ganze wird wiederum transponiert und noch einmal mit sich selbst multipliziert, um das Quadrat zu erzeugen. Auch hier können wir letztendlich dasselbe machen wie zuvor, nach allen Gewichten einzeln oder in diesem Fall, wie es hier in der Matrixnotation steht, nach allen Gewichten gleichzeitig ableiten. Erste Ableitung ist hier zu sehen. Wir setzen die erste Ableitung hier gleich 0, lösen nach w auf, das heißt mal minus 2 ergibt das hier und dann ziehen wir das x transponiert einfach in die Klammer hinein, stellen noch ein bisschen um, sodass das w auf dieser Seite steht und dann müssen wir das Inverse dieser Matrix hier multiplizieren, damit wir w freigestellt haben. Das funktioniert nicht immer. Insbesondere dann nicht, wenn wir eine Situation vorliegen haben, die nicht sehr wohlgeformt ist. Also die direkte Methode hat Nachteile. Insbesondere, das ist jetzt hier nur deswegen auch ausgegraut, ein bisschen angedeutet, braucht die Matrix X einen vollständigen Spaltenrang von P+1. Das bedeutet, salopp gesagt, alle Spalten müssen linear unabhängig voneinander sein. Das bedeutet, es darf keine Spalte geben, kein Objekt, das irgendwie
repräsentiert ist in dieser Matrix, das irgendwie durch einen Faktor, zum Beispiel durch Verdoppeln, von einer anderen Spalte abhängt. Wir sprechen von der Basis sozusagen der Matrix. Die muss also einen vollen Rang haben. Und das hier ist das Pseudo-Inverse, gehe ich jetzt nicht näher drauf ein, aber es ist nicht ganz exakt das Inverse, deswegen sieht das hier so, nun ja, etwas kompliziert aus. Auch hier müssten wir jetzt natürlich wieder die zweite Ableitung ziehen und herausfinden, ob es sich bei diesem Wert hier tatsächlich um ein Minimum oder ein Maximum handelt. Aufgrund der Konstruktion dieses Beispiels wissen wir aber jetzt, es ist definitiv das Minimum. Das können wir aber nicht mehr visualisieren, weil wir befinden uns immer höher im höherdimensionalen Raum. Das hat jetzt hier gerade noch geklappt mit den drei Dimensionen, auf zwei Dimensionen projiziert, aber in höherdimensionalen Räumen, wissen Sie selbst, klappt das nicht mehr. Wir können jetzt also hier noch die Regressionsfunktion sozusagen aufstellen. Wir setzen genau diesen Gewichtsvektor, diesen optimalen Gewichtsvektor ein und erhalten dann entsprechend die Modellfunktion, die optimal ist für diese Beispiele, die also optimal die Residuenquadratsumme minimiert. Wir können auch auf einen Schlag in der Matrixnotation für alle Beispiele, die in x drin stecken, in unserer Matrix, die wir vorhin aufgestellt haben, einfach die Zielwerte, die Kreditlinie berechnen und erhalten dann hier den Vektor. Das läuft dann hier. Und dann kann man einfach hier, gehen wir noch einen Schritt weiter, dieses W-Dach setzen wir hier einfach ein, dann sehen Sie, wir multiplizieren x eine ganze Reihe von Malen mit sich selbst und dann mit dem y, um die Zielwerte zu erreichen. Das aber nur am Rande. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie kommen wir denn jetzt von der Regression, also von dieser Gerade hier, wie kommen wir denn von dieser Gerade zur Klassifikation, zu einer Entscheidung? Wir wissen jetzt, okay, Kunde X hat diese Kreditlinie, aber irgendeiner muss eine Entscheidung treffen. Bekommt der Kunde oder die Kundin jetzt den Kredit oder nicht? Und wir wollen, oder ich weiß nicht, ob man das will, aber wir wollen das jetzt in diesem Fall, einen automatischen Klassifikator erzeugen. Wir wollen eine Entscheidungshilfe bauen, eine Maschine, die diese Entscheidung treffen kann auf Basis der Beispiele, die wir schon haben, auf Basis der vorher getroffenen Entscheidung. Ausgangspunkt ist, wie gesagt, das hier, unsere gefittete Funktion, gefittet auf diese Daten hier, bezüglich jetzt wieder im eindimensionalen Fall, dem einen Feature, zum Beispiel das Alter und unsere Daten hier. In der Klassifikationssituation haben wir nur eine Ja-Nein-Entscheidung. Haben wir eben gesehen, ganz am Anfang. Wir sagen einfach minus 1, in dem Fall, wenn der Kredit nicht bewilligt wird, und 1, wenn der Kredit bewilligt wird. Das heißt, die Daten sehen jetzt hier ein bisschen anders aus, aber es sind immer noch Daten und das ist immer noch eine vorherzusagende Variable. Das heißt, was hindert uns eigentlich daran, auch hier eine Regressionsfunktion durchzulegen? Es muss nicht immer so aussehen, hier das Alter, auch hier ist weiterhin das Alter als x, aber wir haben einfach mal die Zielfunktion geändert, die Zielwerte. Wir haben sie einfach ausgetauscht durch die beiden Klassen, die wir als Zahlen kodiert haben. Weil sie als Zahlen kodiert sind, können wir jetzt auch hier die Regression durchführen. Und die Funktion sieht, wenig überraschend, ziemlich genauso aus. In diesem Beispiel. Wir erhalten also auch wieder zwei optimale Parameterwerte hier. Und diese Parameterwerte definieren diese Funktion. Wenn wir jetzt eine Entscheidung treffen wollen, dann können wir ein Kriterium aufstellen, ein neues, das vorher noch nicht da war, anhand dessen wir eine Entscheidung treffen können. Man würde sich wünschen, dass man hier irgendwo eine Grenze ziehen kann zwischen den Ja-Fällen und den positiven Fällen und den Nein-Fällen. Ich werde das mal in kleinen Schritten vorgehen. Hier wird es schon im Prinzip schon aufgedeckt, aber wir werden trotzdem in kleinen Schritten vorgehen, das auch visuell zu machen. Die Entscheidung, die man hier treffen kann, ist einfach sagen, okay, wir nehmen einfach den Nullpunkt dieser Funktion als Entscheidungskriterium. Das heißt, wenn diese Funktion den y-Wert 0 annimmt, dann ändert sich unsere Entscheidung.
Nochmal zum Vergleich. Bei der Regression errechnen wir einfach einen reellwertigen y-Wert, irgendwas zwischen minus unendlich und plus unendlich. Und das gilt auch hier, wenn wir die Regression auf diesen extremen Fall, wo es nur zwei vorherzusagende Werte gibt, anwenden. Der Funktionswert ist hier ist nicht minus 1, er ist kleiner als minus 1 und hier ist der Funktionswert größer als minus 1, hier ist er irgendwo dazwischen. Er trifft in genau genommen keinen Punkt wirklich genau. Bei der Klassifikation sagen wir dann einfach, okay, wir nehmen das Vorzeichen des vorhergesagten Wertes als Entscheidungskriterium. So einfach, so gut. Um das Ganze ein bisschen noch weiter zu illustrieren und auch in Verbindung zu bringen mit Dingen, die Sie schon häufig auch vielleicht in Forschungspapieren oder in Büchern gesehen haben dieser Tage, trennen wir mal die positiven und die negativen Fälle, also das heißt die Fälle, wo wir Ja sagen und die Fälle, wo wir Nein sagen zu Kredit. Frage? Ja, auf der Folie vorher verstehe ich jetzt die Ausgangsgrade nicht mehr. Also wenn es sowieso die positiven und negativen Fälle gibt, wofür ist diese Ausgangsgrade da? Sie meinte Regressionsfunktion. Na, wir müssen immer noch eine Entscheidung treffen. Sie können am Computer nicht sagen, guck dir mal den Plot an und triff eine Entscheidung. Das können wir. Aber auch wir sagen, ja, hier ist ja ungefähr eine Grenze. Und welcher Wert steht denn hier? Und das ist exakt das, was wir dem Computer auch letztendlich mitteilen dadurch, dass wir erst, gehen wir nochmal zurück. Hier ist die klassische Regressionsfunktion. Auf der x-Achse das Alter und hier die Kreditlinie. Wir haben die gerade so gelegt, dass sie möglichst gut die Abstände minimiert. Hier haben wir es genauso gemacht. Es hat sich nichts geändert, außer dass wir anstatt der Kreditlinie die Kreditwürdigkeit kodiert als minus 1 und 1 auf der y-Achse abgetragen haben. Aber wir brauchen jetzt immer noch ein Kriterium, das uns sagt, ja kreditwürdig oder nein nicht kreditwürdig. Ich dachte, die 1 oder minus 1 wäre die Klassifikation. Genau, darauf will ich hinaus. Aber dieses Kriterium muss man anlegen. Und Sie können natürlich auch sagen, ich nehme minus 0,05 als Threshold. Das ist Ihnen überlassen. Der Einfachheit halber und natürlich auch, damit man damit nachher leicht rechnen kann, wird es einfach jetzt hier zu Null. Es gibt später andere Modellfunktionen, zum Beispiel die logistische Funktion. Das ist jetzt eine lineare Funktion. Bei der logistischen Funktion wird es so sein, dass wir hier keine minus 1, sondern eine 0 stehen haben und hier eine 1 für positiv und negativ. Also positiv 1 für positiv, 0 für negativ. Das hat einfach den Grund, weil die logistische Funktion so anders aussieht. Das heißt, wir nehmen das Konstrukt der Regression, um daraus eine diskrete Entscheidung, hier im Falle Ja, Nein zu treffen. Man kann auch mehrere Klassen einführen auf der y-Achse, das ist auch kein Problem dann mehr. Genau, also wir nehmen das Vorzeichen und das Vorzeichen definiert hier einen Nullpunkt. Zur Illustration nochmal die positiven Fälle von den negativen unterschieden. Und was wir de facto tun ist, wir projizieren diesen zweidimensionalen Raum, bestehend aus dem einen Feature, dem Input-Raum, dem Feature-Raum und dem Output-Raum, das heißt dem Zielwert, auf den Input-Raum. Anstatt irgendeiner Gerade haben wir hier nur noch einen Punkt in diesem Raum. Das ist der Entscheidungspunkt, der Diskriminationspunkt. X'. Ausgehend von dem Nullwert erhalten wir diesen Punkt auf der x-Achse. Alle, die rechts davon liegen, sehen wir jetzt hier, werden als positiv klassifiziert. In dem Fall alle, die einen positiven Vorhersagewert haben. Und alle, die links davon liegen, die einen negativen Vorhersagewert haben, werden als negativ klassifiziert. Schauen wir hier nochmal kurz. Genau, es gibt noch einen kleinen Sonderfall. Die Vorzeichenfunktion, also diese Funktion, die das Vorzeichen bestimmt, ist dreiwertig, minus 1, 1 und 0. Denn es kann ja sein, dass ich mal zufällig eine Kundin habe, die exakt auf diesem Punkt landet hier in der Projektion. Und dann weiß ich natürlich immer noch nicht, welche Entscheidung ich treffen soll. Per Konvention sagt man einfach, wenn etwas exakt auf der Grenze liegt, dann ist es positiv. Wir können auch eine andere Konvention wählen, aber das ist die Konvention, die wir jetzt hier wählen. Das nur am Rande. Jetzt schauen wir uns dasselbe nochmal im zweidimensionalen Input-Raum an und
mit der dritten Dimension hier des Output-Raums. Ich habe den Teil hier mal ein bisschen nach unten verschoben, das heißt, der sitzt jetzt nicht im Nullpunkt hier, aber das war ja hier auch nicht der Fall, war ja noch bedeutend tiefer. Also wir haben hier zwei Features, Alter und Einkommen oder so etwas. Und das sind jetzt eine ganze Reihe mehr KundInnen, die wir haben. Hier soll eine Entscheidung getroffen werden, genau bei diesem Cut-Off irgendwie. Und jetzt müssen wir wieder eine Modellfunktion aufstellen. Wir nehmen wieder die lineare Modellfunktion und wenden dann das Regressionsverfahren an, um sie auf die Daten zu fitten, das heißt den optimalen Gewichtsvektor zu identifizieren hier. Und anschließend wählen wir wieder den Nullpunkt dieser Funktion, die Nullpunkt-T, die auf einer Linie liegen, um die Entscheidung zu treffen. Das Ganze kann man wieder projizieren auf den Inputraum und dann erhalten Sie ein Bild, wie Sie es wahrscheinlich schon allenthalben mal gesehen haben. Wenn Sie ein solches Bild in einem Buch sehen, wir wollen irgendwie das hier von dem hier trennen, und das können auch verschiedene Objekte sein, verschiedentlich dargestellt, das sind die Features oder irgendwie in einem anderen zwei- oder dreidimensionalen Raum, dann ist das hier exakt das Ergebnis dieses Mechanismus, den ich jetzt hier gezeigt habe. Ich mache es nochmal vor. Wir haben einen Inputraum, bestehend aus zwei Features. Wir haben eine Zielvariable, Beispiele, die sich irgendwie darin verteilen, die wir gemäß der Klassifikationsaufgabe in die beiden Klassen 1 und minus 1 unterteilt haben. Wir lernen eine Regressionsfunktion, das heißt die optimalen Parameter W0, eine lineare Regressionsfunktion, von denen wir die optimalen Parameter W0, W1 und W2 in der gezeigten, vielleicht direkten Methode bestimmen. Die Funktion sieht dann ungefähr so aus. Und das Vorzeichen der Funktion, wenn man dann einen Funktionswert für ein Beispiel oder eine ungesehene Kundin berechnet, sagt uns dann etwas darüber aus, ob wir in dem Fall den Kredit gewähren oder nicht. Das Ganze projiziert auf den Inputraum, ergibt dann dieses geläufige Bild. Das Ganze kann man nicht nur in ein oder zwei Dimensionen machen, sondern auch in höherdimensionalen Räumen. Frage? Also gehen wir jetzt davon aus, dass unsere Lerndaten sozusagen fehlerfrei sind. Es kann ja sein, dass man einen Bankangestellten hat, der jetzt besonders nett ist an dem Moment und einen Kredit gewährt, der halt eindeutig in dem Fall Minusbereich wäre. Und das würde ja quasi alles kaputt machen, oder nicht? Nein, erstmal nicht. Man könnte trotzdem eine Regression drüberlegen und eine Entscheidung treffen. Das würde aber dazu führen, und das sehen wir an späterer Stelle noch, ich nehme es ein bisschen vorweg, die lineare Modellfunktion, die lineare Regression ist nicht das beste Verfahren, das man anwenden sollte. Denn Outlier, also das heißt Fehler dieser Art oder Extremwerte in eine oder die andere Richtung, ziehen die Modellfunktionen in die eine oder andere Richtung und erzeugen dann viele Fehler im Mittelbereich. Das ist aber ein anderer Bereich, da kommen wir später noch zu. Hier ist erstmal alles sehr wohl geformt. Aber die Regression, die ist robust gegenüber solchen Fällen erstmal per se. Man muss halt ein paar mehr Klimmzüge machen, um solche Probleme, wie Sie sie genannt haben, in den Griff zu bekommen. Insbesondere, weil diese Probleme, wie Sie sie genannt haben, nicht lösbar sind im Großen. Je mehr Daten Sie haben, umso mehr Fehler werden die Daten beinhalten. Das sehen wir auch gleich noch. Genau, haben wir noch was? Genau, hier steht es auch nochmal, Sie haben es perfekt gepromptet, die logistische Regression ist deutlich besser geeignet als die lineare Regression. Nichtsdestotrotz, wir sind nicht darauf angewiesen, und jetzt stellt sich dann die Frage, ist denn jetzt die lineare Modellfunktion die einzige Funktion, die wir anwenden können? Nein, ist sie nicht, wir können noch eine ganze Menge mehr Dinge tun, niemand zwingt uns einfach nur irgendeinen Feature-Wert für unsere KundInnen oder für andere Objekte zu messen, sondern wir können natürlich noch mehr tun. Die erste Variante ist das, was wir gesehen haben, einfach Quantifizierung von irgendwelchen Eigenschaften der Objekte, die wir klassifizieren wollen. Aber wir können auch logarithmieren
oder das, oder die Wurzel ziehen, dass wenn das in irgendeiner Weise durch Analyse dieses Features sinnvoll erscheint, um so einerseits die Modellfunktion mit Wissen anzureichern, Wissen, das wir schon vorher erarbeitet haben, und andererseits die Lernaufgabe etwas leichter zu machen. Man kann eine sogenannte Basis-Expansion durchführen. Das sind dann, das betrifft eine Basis-Expansion, sind auch die anderen Dinge im Prinzip, aber hier ganz spezifisch die Potenzierung irgendeines dieser Feature. Oder wir können auch, wie wir sie beim regelbasierten Lernen gesehen haben, qualitative Variablen mit in diesen Raum abbilden. Das heißt, wir müssen diese Variablen einfach in irgendeiner sinnvollen Weise quantifizieren. Jetzt ergibt es wenig Sinn, wie im zuvor gesehenen Beispiel zum Surfen, der Temperatur warm, kalt und mittel in irgendeiner Weise einfach 1, 2 und 3 zuzuordnen, 0, 1, minus 1, 0 und 2, weil die Abstände zwischen warm, kalt und mittel zahlenmäßig bei minus 1, 0 und 1 nicht viel Sinn ergeben. Deswegen sind es ja ordinale oder qualitative Variablen. Die Lösung hier ist eine andere. Wir erzeugen einfach eine neue Dimension für jede Variable und unterscheiden nur Ja und Nein. Also das heißt, es ist warm oder nicht, es ist mittelwarm oder nicht, oder es ist kalt oder nicht. Das heißt, es entstehen drei neue Dimensionen und wir erhöhen die Dimensionalität P. Wir können auch Interaktionen zwischen verschiedenen Variablen abbilden und sie miteinander multiplizieren und das Ganze in wilder Kombination. Also das heißt, die Modellfunktion ist nicht notwendig, dass sie linear ist. Die Regression kann mit allen möglichen Modellfunktionen umgehen. Was die Regression linear macht, sie bleibt linear, nicht in den Features. Hier können wir jedes Polynom hinschreiben, was Sie wollen. Sie bleibt linear in den Parametern, denn die Parameter werden nicht potenziert. Mit denen macht man nichts. Eine lineare Modellfunktion ist linear, weil die Parameter linear sind. Nicht, weil die Feature-Werte linear sind. Wenn wir eine solche Expansion, eine solche Basisexpansion im Allgemeinen, die das hier alles zusammenfasst, durchführen, dann machen wir im Prinzip das, machen wir noch einen Zwischenschritt zur Abbildung der Objekte der realen Welt in den Feature-Raum. Bevor wir sie in den Feature-Raum abbilden, bauen wir sozusagen einen Input-Raum, mit dem wir dann sozusagen solche Transformationen durchführen. Wir überführen die Objekte in den Input-Raum anhand der einfachen quantifizierten Features, also das heißt nur dem, was hier als erstes steht, und dann mithilfe der Basisexpansion überführen wir den Input-Raum und die Objekte, die darin abgebildet sind, in den Feature-Raum, auf dem wir lernen. Mithilfe von solchen komplexeren Modellfunktionen können Sie auch komplexere Lernsituationen abbilden. Zum Beispiel eine solche. Die positiven Beispiele umringen hier in diesem zweidimensionalen Raum, Input-Raum, die negativen Beispiele. Wir sehen jetzt hier natürlich nicht den expandierten Feature-Raum. Wir sehen hier nur den Input-Raum, die beiden einfachen quantifizierten Features. Was Sie machen können, ist diese Modellfunktion optimieren. Hier, ich gehe nochmal kurz zurück, Entschuldigung. Hier sehen Sie, sie ist linear in den Parametern. Alle Parameter sind linear, aber es ist ein Polynom höherer Ordnung, weil die Features quadriert sind hier. Und insbesondere haben wir x1 und x2 so in der Modellfunktion drinstehen, als lineare Parameter, Features, wie auch als quadrierte Features. Und die Funktion, den optimalen Parametersatz, den man darauf jetzt erlernen kann, sehe ungefähr so aus, dass man im Prinzip diese beiden Features hier ausstellt, indem man sie das Gewicht mit 0 belegt. Dieses Gewicht mit minus 1 und die beiden Quadrierten mit 1 belegt, also das heißt, diese Modellfunktion erhält, um dann einen Kreis zu zeichnen in diesem Raum. Das hier ist
können wir jetzt nicht darstellen, aber auch das ist eine Trennlinie in einem höherdimensionalen Regressionsraum, der irgendwie kreisförmig ist. Genau wie vorher schauen wir auch einfach nur, ob der Wert der Modellfunktion positiv oder negativ ist, um die Entscheidung zu treffen. Mithilfe von solchen Konstrukten können wir dann auch deutlich komplexere Situationen einfangen. Und da kommt es halt sehr darauf an, dass derjenige, der diese Modellfunktion modelliert, die Modellfunktion wird ja nicht gesucht. Also das heißt, die Art und Weise, wie wir hier mit den Features umgehen, wird nicht gesucht bei der linearen Regression. Es kommt halt darauf an, dass derjenige oder diejenige ein gewisses Maß an Finesse aufbringt, diese Funktion zu definieren. Das wollen wir im maschinellen Lernen üblicherweise nicht selber machen. Das ist Teil der Statistik und von DomänenexpertInnen. Wir möchten eigentlich viel lieber, dass das maschinelle Verfahren die Daten nimmt und uns einfach die passende Modellfunktion ausspuckt. Nichtsdestotrotz, in allen Situationen, die wir in Zukunft sehen werden, müssen wir uns für irgendeine Art von Modellfunktion entscheiden. Es kann diese hier sein, es kann diese hier sein, es kann eine ganz einfache sein, so wie wir sie hier gesehen haben. Machen wir uns weiter zurück. So wie hier, eine ganz einfache lineare Funktion. Wir suchen nur nach Parametern bezüglich dieser möglichen Parameterbelegung der Modellfunktion. Wir suchen nur nach diesen fünf Parametern hier. Das heißt, wir haben hier, weil es p Dimensionen sind, ein p-dimensionaler Feature-Vektor, p plus 1-dimensionalen reellwertigen Raum, und darin suchen wir irgendeine Belegung von den Parametern, die diese Modellfunktion, die den Fehler dieser Modellfunktion hier minimiert. Dann vielleicht noch zum Abschluss, wie kann ich das jetzt ausrechnen? Wir haben direkte Methoden gesehen, jetzt hier in diesem Beispiel, weil es halt anschaulich leicht ging und man so die Verbindung auch zur Schulmathematik nochmal herstellen kann. In der einleitenden Vorlesung haben Sie aber ein anderes Verfahren schon gesehen, das dieses Problem löst, ein iteratives Verfahren, den LMS-Algorithmus. Unser Ziel ist weiterhin, die minimale Parameterbelegung der Residuenquadratsumme, der Formel für die Residuenquadratsumme zu finden, bezüglich einer Menge von Beispielen, hier n Stück. Und wenn ich einen LMS-Algorithmus anwende, habe ich im Gegensatz zu den direkten Methoden durchaus einige Vorteile. Hier, ich habe es eben nicht gesagt, aber es handelt sich hier um die sogenannten normalen Gleichungen, ein Begriff, der vorhin auch verlinkt war, gehe ich jetzt nicht tiefer drauf ein, aber das ist genau die direkte Methode. Wenn wir die direkte Methode wirklich anwenden wollten, dann, also das heißt auch im Computer ausrechnen wollten, dann haben wir das eine Problem, dass sie nicht skaliert. Das heißt, sämtliche Daten müssen ständig im Hauptspeicher sein, so nah wie möglich am Prozessor, weil es sonst ewig dauern würde. Sie ist numerisch instabil, das heißt, es gibt Singularitäten, das ist der andere Punkt. Sie ist numerisch instabil insofern, dass man Zahlenunterläufe erwarten muss und ähnliches. Lässt sich nicht leicht umsetzen und sie skaliert insbesondere nicht zu Größenordnungen von, sagen wir mal, Datenmengen von 10 hoch 4 oder 10 hoch 5. Es gibt zwar Algorithmen, die noch vielleicht 1, 2 Größenordnungen rausholen an Zahl von Objekten, die man einschätzen möchte, die man so verarbeiten möchte, aber dann ist man irgendwo schon am Ende. Und natürlich sind reale Probleme mit Millionen oder Milliarden von Datenpunkten bedeutend größer. Der LMS-Algorithmus hat dieses Problem nicht, denn er schaut sich nur ein Beispiel pro Iteration an. Und das Einzige, was den Algorithmus schlecht macht im Vergleich zu anderen Algorithmen, ist die Tatsache, dass sein Konvergenzverhalten nicht ganz so schön ist, wie es vielleicht bei anderen Algorithmen ist. Er geht nicht ganz so zielgerichtet vor. Die Grafik, die Sie unten sehen, ist der LMS-Algorithmus nochmal wiedergegeben in einem Blockdiagramm aus der Signalverarbeitung, nur falls Sie sich wundern, warum das hier so ist. Das aber nur am Rande.
Dann gehe ich drüber. Obwohl, ja, nee, hier ist es auch nochmal gesagt mit den Größenordnungen. Augenblick. War es hier gesagt? Nee, ist es nicht. Es war auf einer vorigen Bemerkungsfolie. Gut, gehen wir mal drüber. Ja, und dann zuletzt noch zur Residuen- und Quadratsumme. Wie gesagt, Gauss hat schon im 18. Jahrhundert herausgefunden, dass die Minimierung des quadratischen Fehlers recht gut geeignet ist. Das war ein statistisches Argument. Er hat das nicht analytisch herausgefunden, sondern statistisch. Und es insbesondere ist die Aussage, die von Gauss getroffen wurde und von Markov später verfeinert wurde, die, dass der Gewichtsvektor, den wir mit Hilfe der Residuen-Quadratsumme identifizieren, vorausgesetzt, wir haben einen ungebiasten Schätzer, die minimale Varianz aufweist. Das heißt, es gibt nicht immer eine eindeutige Lösung, aber die Zahl der Lösungen, die wir herausbekommen, wenn wir es nur verschiedentlich anwenden, das Verfahren, ist, wenn wir die Residuen-Quadratsumme minimieren, ist die Varianz der Möglichkeiten am geringsten. Das ist unter einer Reihe von Einschränkungen, die in der Realität nicht immer gegeben sind, und demzufolge gibt sich jetzt theoretisch noch eine ganze Menge mehr an Fragestellungen, die hier aufgeworfen werden. Was ist denn jetzt der Durchschnitt? Und die Varianz eines optimalen Gewichtsvektors ist natürlich mit Fehler behaftet, je nachdem, welches Verfahren man anwendet. Überhaupt das Theorem zu beweisen und noch eine ganze Reihe mehr von Dingen, auf die ich jetzt hier nicht weiter eingehe. Damit sind wir am Ende der Frage, wie kommt man von Regression zu Klassifikation? Gibt es dazu noch Fragen? Okay, gut. Also wir haben jetzt gesehen, man kann mit Hilfe von qualitativen Variablen etwas erlernen, indem man Regeln lernt. Man kann mit Hilfe von Regressionsverfahren eine Entscheidungsregel lernen. Und man kann selbst die qualitativen Variablen auf einfache Weise mit Mitteln der Regression behandeln. Das heißt, das Regressionsverfahren ist ein durchaus gut geeignetes. Und vielleicht noch als Nachsatz, Sie wundern sich vielleicht, warum Regression, warum geht es jetzt hier nicht um die komplexen neuronalen Netzwerke, um das, was da gemacht wird. Letztendlich liegt denen allen ein Regressionsverfahren zugrunde. Wir werden die Regression noch ein paar Mal sehen. In verschiedenen Varianten. Aber wir sehen auch noch andere Lernverfahren.